Ja, herzlich willkommen zurück bei The Day of Tentacle. Wir sind hier im Obergeschoss von dem Dings hier, sag schnell, Hotel heißt es ja mittlerweile, oder als Hotel wird es genutzt, von dem verrückten Professor. Hier rechts ist Grüntentakel drin, da in der Mitte ist der deprimierte Handelsverkäufer, Erfinder. Und hier links haben wir den Kongressteilnehmer, da schauen wir nochmal gerade rein, denn ich weiß jetzt mittlerweile auch, ich habe es nochmal nachgeschaut, wie man benutzbare Gegenstände anzeigen lässt. Das heißt, ich drücke einmal nur Shift-Taste und dann wird das alles hier hell markiert. Ich denke, das kann man sehen. Und da haben wir nämlich noch einen Pulli. Dann gucken wir mal, ob wir den hier wach kriegen. Lange Nacht gehabt? Lange Nacht gehabt? Ich versuche, die Welt vor einem Tentakel zu retten. Der schläft aber fest. Was ist mit dem Typ nebenan? Was macht man, um einen Scherzartikeldesigner aufzuwecken? Ja, gut, der wird anscheinend... Normalerweise bringt Eis mich immer auf Trab. Netter Raum, den Sie hier haben. Das erinnert mich an den Großkartenladen, in dem ich gearbeitet habe. Gut. Ich hatte einen Onkel, der schnarchte genauso laut. Hier kommen wir nicht weiter. Einmal inhalierte er ein Kopfkissen. Auch die schlecht. Ich gehe dann besser. Ja, den kriegen wir also nicht wach, aber wir haben hier hinten Massagefinger-Zahlschlitz. Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Ja, Groschen rein, den haben wir doch. Nutze Groschen mit. Oh Gott. Das hat ja nicht gut geholfen. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Dann nimm. Jetzt komme ich fast dran, aber der Dicke liegt noch drauf. Toll, jetzt haben wir keine Münze mehr. Das ist ja ein Traum. Ja, mit geht nicht. Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Jetzt haben wir keinen Groschen mehr. Das heißt, wir können das Ding erstmal nicht benutzen. Ja, das ist ein Traum. Froh Smaragd gestohlen. Ach du Scheiße. Runde Abdrücke hinterlassen. Na, wer das wohl war? So, ja, wir haben keine Münze mehr. Eine Münze gab es unten in der... ich könnte noch eine Sache probieren. Warte mal. Wir machen mal hier die Mucke an. Wow, das ist laut. Hier vibriert nichts mehr. Das heißt, er dürfte sich auch nicht bewegen. Nein. Ui. Hui. Ja, haben wir denn hier noch irgendwie was? Mauseloch hatten wir, das, ja. Anscheinend nicht. Gut, hier oben kommen wir also erstmal nicht weiter. Das heißt, wir werden uns halt mal dorthin begeben. Oh Gott. Noch mehr Türen. Schwester Edna. Ah ja. Schau mal an. Da haben wir den Erfinder. Was hat er jetzt? Scherzartikel-Erfinder, genau. Der zeigt mir gar nichts an. Und da ist der Kongressteilnehmer. Und das müsste unten das Büro sein von dem Professor. Das ist der sag schnell, Safe. Ah ja. Huha. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Ah, ja. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr.
Wow, was für ein Mann. Keine Scherze, mein Lieber. Was? Edna. Mensch, sie sieht noch schlechter als vor 5 Jahren aus. Kann ich hier. Etwas Seltsames passiert hier. Ja, würde ich auch sagen. Dr. Freds Büro. Da passiert nichts. Büro, alles klar. Was haben wir hier noch? Sieht wie der Flur aus. Okay. Uninteressant. Was habe ich doch da noch? Geh doch mal weg, Edna. Ach du Scheiße. Leck mich. Seltsam. Muss ein Edison sein. Ja. Edna. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Ja, das stimmt. Ich wusste es. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Mhm. Ich versuche, ein Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Wirklich? Wie schön. Wie geht es, Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Okay, das heißt, wir müssen Fred, also den Doktor, zum Schlafen kriegen. Dann geht er an den Safe. Wir können... Oh, warte mal. Wir haben doch das leere Videoband, ne? Oh. Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Er hat mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Okay. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Das Spiel, um was es da geht, müsste Manic Mansion sein. Ich habe gerade die Statue bewundert. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppel-Kobalt-Geschwindigkeitsmotor. Genau. Nicht anfassen. Na, jetzt, genau, Videorekorder, ne, aufnehmen, zack, und dann haben wir die, alles klar. Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Das sind sie bestimmt. Die sind so klar, man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen. Genau, und dann können wir das nämlich schön aufzeichnen und dann, ja. Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Gott. Edna. Genau, da können wir nämlich Video. Ja, haben wir denn... Warte mal. Geh da weg! Okay, also die Edna müssen wir dann definitiv auch mal weg haben. Was haben wir denn sonst noch für schöne Sachen? Kann ich da irgendwie... Denk nicht mal dran! Nee, anscheinend nicht. Ich sehe einen großen pulsierenden Typen mit blauen Streifen drauf. Pulsierend vor allen Dingen. Ja. Gut, das heißt, wir müssen den Professor zum Schlafen bekommen, Doktor. Das heißt, wir müssen den Kaffee austauschen. Oh Gott, hoffentlich kann ich mir das alles merken. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern.
Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Sau gut. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Ich habe Manic Mansion auch nicht gespielt, leider. Da sind mit Sicherheit einige Anspielungen auf das Vorgängerspiel, weil Day of Tentacle ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, quasi Nachfolger. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Mhm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Schreckliche Geräusch? Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Mhm. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Oh oh. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Der Hamster. Nun, manchmal benutzt der ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich. Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Oh Gott. Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbad, aber was du sagst, klingt besser. Okay, Garten. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir? Oh Gott. Hamster. So, der kann hier anscheinend durchrennen. Da ist ein Computer. Was haben wir noch? Briefmarkenalbum, Computer. Fangen wir da an. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Oh. Eingabeprompt. Da ist Manic Mansion. Wir könnten jetzt Manic Mansion spielen, das werde ich aber nicht machen. Wahnsinn. Ne? Weil erstens weiß ich gar nicht, wie es geht. Und zweitens werden wir uns erstmal hier beschäftigen. Pony Express Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten, aber sie haben einen ideellen Wert für mich. Ich weiß auch gar nicht, Manic Mansion müsste komplett drin sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Da könnten wir uns auch noch lange mit beschäftigen. Er liest das Wall Street Journal. Ja, immerhin, ne? Oh, okay. Ich hab einen Hamster. Hamster. Niedlicher kleiner Bursche. Sieht voll bescheuert aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So langsam wird unser Inventar voll. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Nicht mehr. Der Hamster und das Mauseloch. Ja. Guckloch. Nicht besonders viel los hier. Da scheint nichts Gefährliches drin zu sein. Das ist beruhigend. Oh ja, daran kann ich mich noch erinnern. Zumindest, dass ich hier 11.000 Mal gewesen bin, in dem ersten Mal, wo ich das gespielt habe. Es ist nicht ganz das Ritz. Ja, richtig. Oh, ich will eine seltsame Aufmachung. Ich sehe das Dach und die Weihnachtslichter. Okay. Kann ich denn da das benutzen? Tatsächlich. Oh Gott.
Geschlossenes Fenster, Kamin, Kurbel, Schild, was? Willkommen auf dem Scherzartikelkongress. Ah ja, okay. Flaschenzug, Fahnenstange, Kurbel. Wow, ein Flaschenzug. Durch die Kombination von flexiblen Materialien und einem Rad kann man einen mechanischen Kraftvorteil bekommen, durch Umlenkung der Bewegung und Kraft. Genau. Ein Hebel, der an einer Welle angebracht ist, die Bewegung und Drehmoment überträgt. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Weihnachtsbeleuchtung. Oh, wie schöne Weihnachtslichter. Aha. Geschlossen. Geht nicht, das klemmt. Zum Aufmachen haben wir nichts, ne? Eine primitive, aber nützliche Einrichtung, welche Verletzungen durch das Einatmen von giftigem Rauch verhindert. Sehr treffend beschrieben. Und damit hätten wir ja auch alles abgegrast. Kann ich aber nicht benutzen, den Kamin, ne? Okay. Dann, okay. Der kann alles einstecken. Was zur Hölle sollte ich mit einer Fahnenstange? Keine Ahnung, du hast die Kurbel ja auch eingesteckt. Fenster? Nein, würde ich nicht. Ich wollte hier Flaschenzug. Besser nicht. Besser nicht, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpur-Tentakel. Ja, das ist auch viel wichtiger. Gut, hier ist auch nicht viel. Dann gehen wir mal zurück. Irgendwie muss ich ja mal schauen, dass wir den Professor ans Schlafen bekommen. Ich sag immer Professor, eigentlich ist das ja ein Doc. Können wir denn hier noch? Nein, da geht's nicht lang. Dann gucken wir mal eben nochmal nach unten. Wenn ich da überhaupt hinkomme, da geh schon. Ja, da sind wir doch. Gucken, ob ich durch die Tür jetzt durchkomme. Da war ja eigentlich Laverne zugange. Oh, die Plastikkotze, die haben wir noch. Ich glaube, das ist unecht. Ich glaube. Nehmen wir mal mit. Man kann ja nie wissen. Jetzt kommen wir da rein. Sehr schön. Oh Gott. Oh, so der Clown. Ach ja, Scherzartikelkongress. Genau. Ja, jetzt kommt's mir auch. Scherzartikel, Kotze. Oh Mann, ey. Ab und zu dauert's dann doch mal ein bisschen länger. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Uso. Schwingtür, Tisch. Gitter, ach du Kacke. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Nee, will ich jetzt nicht benutzen. Erstmal umschauen. Oh. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Dass Sie aussehen wie Donny Osmond, sagt mir leider jetzt gerade nichts. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Donny Osmond? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charles Laughton. Möchtest du eine Zigarre? Donny Oswald, Charles Laughton, ja. Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Oh, wie witzig. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Ja, schön für dich.
Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Don Pardo. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Pardo? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charlie Parker. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Na super. Ich dachte, jetzt kriege ich eine Zigarre. Nein, geht nicht. Ich sagte doch, es ist eine schlechte Angewohnheit. Gut, Er ist voll mit undefinierbarem nutzlosen Müll und einer Pistole. Dann nehmen wir die doch. Es sieht fast echt aus. Fast. Hände weg! Mist. Das ist ein ganz tolles Präzisionsgerät. Präzisionsgerät? Erinnert mich irgendwie an, hier Meister Schuri von Vienna. Abschreckender Partymüll. Ekelhaft. Klappernde Zähne. Halt! Was? Schade mit Zähnen. Sind alle weg. Da sind sie aber. Springender kleiner Dussel. Ey, bleib doch mal stehen. Okay, die kriege ich nicht. Warum auch immer. Da komme ich von hier nicht dran. Okay, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Was haben wir denn hier noch? Nicht mehr? Naja, den Müll haben wir schon. Da geht's noch Termin. Gitter, kann ich das eigentlich aufmachen? Ziehe. Okay. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Ja. Um den Rest werden wir uns dann in der nächsten Folge kümmern, denn wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Day of Tentacle. Bis dann. Ciao.